Nichts Vernünftiges dabei. Ups. Seegebundenes Zepter. Warte, ist das ein... Seegebunden. Bittet ein Zauberpriester Druide. Okay. Seele binden. Bist du gerade Himmelsstein, Stein, würde ich an Aluf Seelen binden. Wenn die Bindung hergestellt ist, kann dieser Gegenstand nicht mehr von einem anderen Charakter verwendet werden. Ja. Füge Feinden mit direkt Schaden zu, um die nächste Stufe freizuschalten. Das Ding ist natürlich recht geil. So, packen wir das alles jetzt mal weg, was ich eigentlich da reinhaben wollte. So. Okay, ein sehr interessantes Zwischenspiel. Du hast mich um einen Dolch gebeten und ich sag dir nein. Erst wenn du älter und verantwortungsbewusster bist. Erinnerst du dich an das Gespräch? Cordis Augenblicken starr auf den Boden vor ihm. Jawohl, Vater. Und doch finde ich dich hier draußen mit einer Klinge spielen, die offensichtlich den Rittern gehört. Du verstehst, dass mich das wundert? Ich habe ihn nicht gestohlen, wirklich. Ich habe ihn gegen ein Geheimnis eingetauscht. Er zeigt auf dich, frag sie. Amor wendet sich dir zu. Stimmt es, was mein Sohn sagt? Will Schmelztiegelritter werden. Ich dachte, ich könnte ihm so die ersten Schritte auf seinem Weg zu einem ehrenwerten Beruf. Er will Schmelztiegelritter werden. Ich dachte, ich könnte ihm so die ersten Schritte auf dem Weg zu einem ehrenwerten Beruf machen lassen. Da starrte ich einen Augenblick an und schüttelte den Kopf. Nun, ich heiße es weiterhin nicht gut, dass mein Junge eine Waffe hat. Aber ich bin froh, dass er kein Dieb ist. Du kannst die Dinge behalten, aber ich bewahre sie für dich auf, bis du Knappe bei den Rittern bist. Komm, Gordy, du kannst nicht den ganzen Tag hier draußen rumlungern. So. Das hat zwar nichts gebracht, wirklich, aber wir haben das auch mal gemacht. So, dann ab nach Dürfurt. So, in Dürfurt werden wir erst einmal. Oh, Alof hat Stufenaufstieg. Wahrscheinlich, weil wir jetzt Dürfurt entdeckt haben und dadurch Erfahrung. Dürfurtmühle, Tempel vom Berat, Schenke Drakon. Ein verbummter Mann. Ja, aber erstmal Level Up für Alof. Ein Wissen. Naja, ein Überleben wäre mal wichtiger. So, neue Zauber der vierten Stufe. Kleine Zauberbuchprägung. Nee, brauchen wir nicht. Hieroras Anziehung. Sich windende Tentakeln. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dimension, also das sind beschwört Tentakeln, die einfach Gegnern Schaden zufügen und sie festhalten. Tauscht den Standort des Zauberwürgers mit dem eines Verbündeten, wobei seine Schockwelle zwischen ihnen erzeugt wird, die alle im Feuerbereich betäubt. Geringe Arkanreflexion erzeugt ein Feld arkaner Energie um den Zauberwirker herum. Durch das feindliche Zauber bis Stufe 3 auf den jeweiligen Zauberwirker reflektiert werden, bis es zu insgesamt 10 Spruchstufen. Also Zauber zurückwerfen. Na, nehmen wir das mal. Das klingt am vernünftigsten.
Bonuszauber der dritten Stufe. Explosion wage ich nicht so wirklich. Weil Explosion verursachte früher immer auch meinen Leuten Schaden und hat die Gegner auf Alof richtig pisst gemacht, dass ich das eigentlich nicht will. Gehärteter Schleier. Verstärkt den arkanen Schleier des Zaubers, wodurch er besonders hohe Bonus auf Abwehr gewährt. Wäre auch nicht schlecht, aber dritter Bonuszauber, also Bonuszauber der dritten Stufe, ist eigentlich immer noch am besten. Schleichangriff des Lehrlings, das sind halt alles so. Wir klauen es von den anderen Klassen Skills. Deswegen nehmen wir den Bonuszauber der dritten Stufe, das ist immer gut. Wie lange müssen wir hier draußen noch rumstehen? Bis wir sie gefunden haben, also haltet die Augen offen. Okay. Sprechen die über mich? Ein Elf steht untätig neben der Straße und beobachtet das Dorf auf der anderen Seite des Flusses. Er nickt dir zuerst, und er kommt, und die vermummten Gestalten neben ihm werden still. Hail and well met. Sei gegrüßt, Freundin. Als er dich betrachtet, fängt er langsam an zu grinsen. Ich habe schon von dir gehört. Man sagt, dass du in Trutzburg ganz schön zu tun hattest. Er kommt hier näher. Ich habe auch viel zu tun. Ich will meine Aufgabe gerne zu Ende bringen und wieder in die Stadt zurückgehen. Um was geht es denn da? Das klingt, als ob wir beide zu beschäftigt zum Plaudern wären. Nichts sagen. Um was geht es? Du hast es noch nicht gehört? Eine Mörderin läuft frei herum. Angeblich ist sie vor Trauer verrückt geworden und hängte ein Dutzend gesunder Kinder auch, nachdem sie selbst eine Fehlgeburt erlitten hatte. Er nickt den Gestalten neben ihm zu. Wir alle sind aus Trutzburg gekommen, um sie dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Sie ist hier? Er nickt zum anderen Ufer hin. Sie versteckt sich im Dorf. Wir würden ihr ja selbst nachstellen, aber sie kennt unsere Gesichter. Wer weiß, was sie tun würde, wenn sie uns kommen sehe, und wir würden gerne weitere Kollateralschäden vermeiden. Er beugt sich etwas näher ran. Ihr Name ist Nifre, sie ist Orlanerin. Wir wollen sie aus dieser Ortschaft herauslocken, damit wir uns unbeobachtet um sie kümmern können. Sie weiß, dass wir nach ihr suchen. Wenn sie aber jemand überzeugen würde, dass es nun sicher ist, aufzubrechen. Ich weiß nicht. Er legt eine starke Hand auf deine Schulter. So eine Verrückte ist das Problem aller, mein Freund. Halte einfach die Augen offen. Erinnere dich daran, was ich dir gesagt habe, sollte sie dir über den Weg laufen. Ich verspreche dir, dass es nicht zu deinem Nachteil sein wird. Ich habe Fragen an dich. Um was genau geht es? Was genau hat Nifri getan? Erinnerst du dich? Sie war für den Mord all dieser Babys in Trutzburg verantwortlich. Schreckliche Sache, aber dafür wird sie schon noch bezahlen. Greetings. Also hast du Glück mit Nifri gehabt? Erinnere mich nochmal nach, wie ich suche. Eine Orladenfrau namens Nifri. Ich weiß nicht genau, wo im Dorf sie sich aufhält, aber es gibt hier nicht allzu viele Orlads. Ich sollte mich auf die Suche machen. Katz und Maus. Ist das eine Aufgabe? Ja. Eine Frau namens Nifre ist auf der Flucht und versteckt sich in Dürfurt. Metref sagte mir, dass er nach Nifre sucht, einer Mörderin aus der Trutzbucht, die Dutzende Kinder getötet hat. Sie ist Orlanerin. Wenn ich sie finde, soll ich sie davon überzeugen, Dürfurt zu verlassen. Dürfo zu verlassen sei sicher. Also ja, wir werden jetzt erst einmal ins Gasthaus gehen und rasten. Auch ein Wortreisende, es wird nicht lange dauern. I'm here. Greetings. Wachposten des Hauses Harond. Da macht man seufzt erleichtert, dass er dich sieht. Ist das zu glauben, mitten im Nirgendwo trifft man auf die berühmte Heldin von Trutzbucht. Berats Rat bringt uns heute glücklich Gnade. Er wird ernst. Vielleicht kannst du uns helfen. Du hast nicht zufällig unterwegs eine junge elfische Frau gesehen? Ich sitze mit dem Rest meiner Einheit in diesem nämlichen Ort fest, bis wir sie gefunden haben. Wer ist denn die Gesuchte? Lady Alice. Er beißt sich auf die Lippe. Sie ist die Tochter vom Fürst Nestor Harond und sie ist verschwunden. Er seufzt. Vielleicht könntest du in der Schenke mit Fürst Harond sprechen.
Er wäre für deine Hilfe sicherlich sehr dankbar. Außerdem sagen dir die Dörfler vielleicht mehr als uns. Vermächtnis des Blutes. Lady Alice Harrod ist in dem ruhigen Dorf Dürfwood verschwunden. Fürst Harrod ist außer sich vor Sorge um sie und befürchtet, dass die Dörfler absichtlich etwas vor ihm verborgen halten. Eine Wache auf der Brücke nach Dürfwood hat mir berichtet, dass Fürst Harrods Tochter verschwunden ist. Er und alle übrigen, die im Dienste des Hauses Harrod stehen, haben das Dorf nach ihr abgesucht, vergebens. Fürst Harrod wartet in der Schenke, er weiß gewiss mehr über ihr Verschwinden. At once. Ja. Waffen und Rüstungen, Apotheke. Gerberei, Berat-Tempel. Und die trauernde Mutter. Was kommt da gerade? Wir haben es euch doch schon gesagt, dass das nicht stimmt. Hört auf, durch unser Fenster zu spähen. Ihr müsstet was gesehen haben. Hm. Okay. Gut. Oder erzählen die was? Nicht viele neue Gesichter heutzutage. Die meisten sehen zu, dass sie aus Dürfwood wegkommen. Bist du schon in Trutzburg gewesen? Wie mir zu Ohren kam, soll es dort keine Hohlgeburten geben. Doch, gibt es genug. Dörfler, Dörfler, Dörflerin Sid. I just want to find her. Surely even you can understand that. We're decent folk, my lord. Perhaps you should leave and check the wilds. Okay. Fürst Harrod hat gesagt, ich möchte sie nur finden. Das könnt wohl selbst ihr verstehen. Wir sind gute Menschen, euer Gnaden. Vielleicht sollten sie aufbrechen und es in der Wildnis probieren. Reden wir erstmal mit Sid. Eine Rothaarige steht am Feuer, stimmt ihre Laute und zupft ihre Saiten. Dazu summt sie Teile einer Melodie. Zum ersten Mal im Drakugin. Normalerweise würde ich jetzt ein Liedchen trällern, das hier habe ich noch nicht ganz so gut drauf. Ich schreibe ein paar Stücke über die Gründung dieser Schenke. Sag mal, interessiert dich die Geschichte vielleicht? Ich bin mit den Stücken zwar noch nicht fertig, aber ich könnte dir ihren Inhalt schildern. Klar, immer her damit. Ah, hervorragend. Diese dörfischen Fabeln sind immer eine große Freude. Ich hole mir schnell was zum Schreiben. Sie wurde zur Zeit von Hadrians Rebellion gebaut. Einst unterhielten hier eine ätherische Lady Tainu eine Burg. Eine der Träume Türme steht immer noch. Aber der Rest soll unter dem Dorf begraben liegen. Wer auch immer sie hielt zum Kaiserreich und ein Kontingent von Dukatrits Spätsiegelrittern half den Bauern und Kolonisten dagegen, ihre Burg in Schutt zu verwandeln. Diese Schenke war das erste Gebäude, das man auf den Ruinen der Burg errichtete. Man sagt, sie wurde mit denselben Zielen gebaut, die Kolonisten aus der Burg der Lady Tainu geschlagen hatten. Angeblich soll während des Baus sogar der Kampfstab ihres Oberzauberers verloren gegangen sein. Vielleicht wurde er eingemauert oder ist unter eine Holzdiele geraten. Wie auch immer, die Schenke sollte für die Einheimischen, die gerade ihre neue Ortschaft bauten, zum Rückzugsort und Treffpunkt werden. Was meinst du mit angeblich? Ich vermute, dass etwas passiert ist. Was ist eine Lady Tainu? Ach, weißt du was? Lass es doch später beenden. Fahr fort. Dürmwälder sind ein störrischer Haufen. Je öfter sich diese neuen Nachbarn trafen, desto mehr Streit gab es. Ihnen wurde klar, dass sie nicht viel gemeinsam hatten, außer den alten Fürsten hinauswerfen zu wollen. Die größte Meinungsverschiedenheit bestand über die Glafantade und ihre nahegelegenen Ruinen. Hadrians Ritter und ihre Unterstützer wollten sie in Frieden lassen, aber eine Außenseitergruppe mit stärkeren anarchischen Tendenzen, die sich im Dorf gebildet hatte, wollte den Stämmen ebenso auf den Pelz rücken wie ihrem Fürsten. Schon bald kämpften die Dörfler untereinander genauso heftig wie gegen die Edyrer. Letztendlich waren die Erinnerungen an den Krieg des zerbrochenen Steins und der Krieg der schwarzen Bäume noch so frisch, dass die Soldaten des Dunks den Sieg davontrugen.
Die meisten anderen Dörfler besannen sich schließlich wieder, einige der schlimmsten Unruhestifter aber verließen das Dorf, um im Widerstandskrieg an der Front zu kämpfen. Andere, so kam es mir zu Ohren, fanden den Weg zum Kompass der Führung, dem fortschrittlichsten der Glafantaner-Stämme. Ich weiß nicht, ob ich diesen Teil der Geschichte selbst glaube, aber es erzählt sich recht gut. Sie deutet auf die Ostmauer. Dort hängt ein Porträt von einem der schlimmsten Anführer und seinem Rivalen aus der friedfertigen Fraktion. Das hielt wohl jemand für witzig, die zwei waren allerdings nicht sonderlich amüsiert.